Erinnern Sie sich, wie kürzlich auf einer Kunstauktion in London ein Bild zerschreddert wurde? Kleines Mädchen mit Luftballon, gerade eben verkauft, vom eigenen Bilderrahmen in Streifen zerschnitten. Wahrscheinlich erinnern Sie sich. Der Schreck über das zerstörte Millionenbild. Das war eine Kunstaktion oder Kunst-in-Frage-Stell-Aktion, die weltweit sofort verstanden wurde. Die Käuferin hat klaglos bezahlt. Vielleicht ist es ihr in Streifen mehr wert als intakt. Jetzt kann man sich selbst ein Bild machen in Deutschlands Südwesten, wo Hilke Petersen berichtet und sich Gedanken macht, ob man was lernen kann aus dem ganzen Rummel. Der Rock von Banksys Mädchen mit dem Ballon hängt in Streifen. Ein Schock für die Kunstwelt, als sich das Bild im Auktionssaal von Sotheby's plötzlich durch den Rahmen schiebt und geschreddert unten rauskommt. Für 1,2 Millionen hatte die anonyme Käuferin soeben den Zuschlag erhalten. Inzwischen dürfte das Werk wohl deutlich teurer sein und es gibt der Kunstszene richtig Adrenalin. Das Bild Love is in the Bin ist jetzt für 4 Wochen in Baden-Baden zu sehen und alle gucken hin. Eine gigantische Aktion kann Kunst sein. Guck mal nach Christo. Die Reichstag, das ist eine Aktion, aber das wird am Ende wird das Kunst. Banksy selbst zeigt sich nie öffentlich, ist vor allem durch Street Art bekannt, die er über Nacht an Hauswänden hinterlässt, mit gesellschaftskritischer Botschaft. In New York, Wales oder London. Diesmal ist die Aufmerksamkeit wohl am größten. Das ist einfach eine große Sache, die sehr, sehr viele Leute angesprochen hat, die sehr, sehr viele Leute lustig fanden, die auch sehr viel Nachwirkung durch diverse Variationen im Internet hat, wo dann irgendwelche anderen Sachen geschreddert werden, Mona Lisa und so weiter. Also es ist schon ein Bild, was mein Busfahrer kennt, einfach sehr, sehr viele Menschen auf der Welt. Wenn Spektakel Kunst populär macht, Christo und Jean-Claudes weltberühmte Verpackungen können so etwas. Der Reichstag zog Mitte der 90er Besuchermassen an. Und politische Aktionskunst will aufmischen und provozieren, so wie die Gruppe Zentrum für politische Schönheit. Die baute etwa Mauerkreuze in Berlin ab und brachte sie an Europas Außengrenzen. Die Botschaft, auch hier gibt es Tote. Und dann große Aufregung. Deswegen braucht man natürlich immer einen Akt am Anfang, ein Tusch sozusagen, eine Schockwirkung, eine Irritation, die aber nicht für die Provokation selbst nur an sich gedacht ist, sondern dafür da ist, Entscheidung zu provozieren, Handlung zu provozieren in den Köpfen von Entscheidungsträgern. Banksy gilt als Kritiker des konventionellen Kunsthandels. Gleichzeitig treibt seine Schredderei den Millionenwert des Bildes noch in die Höhe. Damit hat Banksy etwas geschafft, was viele heute schaffen möchten. Man will sich mit diesem Kunstwerk und mit ihm auseinandersetzen. Und dabei bedient er hervorragend den Mechanismen des Kunstmarktes, den er einerseits kritisiert, zum anderen aber auch sich den Mechanismen perfekt bedient. Die Besitzerin bleibt unbekannt, wohl aus dem Südwesten, denn sie will das geschredderte Werk dann der Stuttgarter Staatsgalerie auf Dauer leihen.